Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Endlich der letzte normale Stallvlog, bevor es mal wieder aufs Turnier geht. Moin! Hier sieht es zwar ein bisschen chaotisch aus, aber für das ganze Chaos noch sehr ordentlich. Na, Mäuschen? Was schaust du? Der Tag startet auf jeden Fall schon mal super. Ich habe mir gerade meinen Reißverschluss kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber dann kann ich auch auf der anderen Seite das nicht zumachen. Ich hasse das, wenn sich das unterschiedlich anfühlt. Na, jetzt muss ich mal gucken, ob Conny mir hier jemanden sagen kann, wo ich das hinbringen kann zum Reparieren. Naja, ich bräuchte auch mal neue Stichletten, abgesehen davon. Aber stopp, der kann aus. Ja, fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Ich werde jetzt einmal Heu geben. Hier wird schon gewartet. Wir haben es 10 nach 7 oder so. Da hat meine Mama geschrieben. Ja, ich gebe jetzt einmal Heu. Wir haben das immer schon hier in diesen Laubsäcken vorbereitet. Weil dann kann ich nämlich einfach damit durchgehen. Ich packe das ja immer in die Futtertröge rein, weil dann können sie das nämlich mit dem Kraftfutter auch direkt nochmal mit weiter fressen und haben direkt mehr Struktur drin. Hier, Matzi. Ja. Wofür das ganze Chaos vor unserer Haustür ist, wisst ihr eventuell schon. Ich weiß nicht, wie schnell ich das mit Video fertig gekriegt habe. Mir alle ein bisschen ungeduldig. Ne? Also entweder ihr habt es am Mittwoch schon gesehen oder ihr werdet es nächsten Mittwoch sehen. Meine Hamsterdierfutter, das bereite ich hier immer abends mit vor gleich für morgens. Und dann haben wir hier diese großen Futterkisten im Stall, wo nicht nur der Hustensaft von meiner Mama mit drin ist, den gibt es jetzt gleich nochmal einen Schwapp drüber, sondern eben auch das Futter für die Ponys, für die Einsteller und so weiter. Und da wisst ihr, dass wir das Mühldorfer 5-Korn haferfrei füttern, weil das ist ein sehr hochwertiges Müsli. Das sind ja verschiedene Getreidesorten, die verschieden auch aufgeschlossen sind, dass der Energiespiegel den ganzen Tag gleich ist und das ist eben schon vormineralisiert, heißt also, man braucht jetzt nicht nochmal ein extra Mineralfutter mit reingeben. Das ist hier schon mit drin und dann sind die Grundbedürfnisse schon mal abgedeckt. Die Ponys mümmeln hier auch, mehr oder weniger. Und den haben wir gestern auch ein bisschen Frühjahrsputz verpasst. Es fehlen nur noch zwei und die Shetties. Den Rest haben wir überall einmal Schweife gewaschen, Beine gewaschen, alles hübsch gemacht. Weil das muss ja auch sein, ne? Ihr müsst hier auch schick aussehen. Und da habe ich gestern noch, oh Mausi, gut mit Schweißspray eingesprüht, dass wir es dann durchkämmen können. Und dann sehen die aus wie neu. Und heute seid ihr dran. Ja. Ihr hört, es wird lauter im Hintergrund. Conny fährt einmal Heu raus. Alex ist hinten mit dem anderen Traktor und schiebt den Misthaufen zusammen. Der müsste jetzt auch endlich mal abgeholt werden eigentlich. Mir jetzt immer nicht wegen dem nassen Boden, aber jetzt ist es ja eigentlich ganz gut vom Wetter her. Mal schauen, wann das jetzt klappt. Ja, ich mache hier immer, was er kann, voll. Zum Glück brauchen wir das ja nicht mehr für den Stall, also wer noch nicht von Anfang an dabei ist. Als wir hierher gezogen sind, war das ja alles noch mit Hand getränkt. Jetzt gibt es Selbsttränken, aber hier, das brauchen wir für die Koppeln. Heißt also, das wird hier immer dann gleich aufgespießt, an die Gabel vom Traktor gehängt und dann einmal hintergefahren. Annika bringt noch Heu hier vorne aufs Paddock, weil das blöd ist, dann da über den Hof mit dem Heu zu fahren.
Alex schleppt die Halle, hat jeder seine Aufgabe. Aktuell haben wir nur die drei als Burritpferde da, weil die nächsten jetzt erstmal fertig geimpft werden müssen zu Hause, bevor sie herkommen. Das ist ja auch für unseren Bestandsschutz wichtig. Die kommen dann Anfang Mai. Bin ich mal sehr gespannt. Es ist eilig. Gibt es denn etwas Schöneres, als die Pferde hier morgens zu beobachten? Oder mittags oder abends, völlig egal. Ja, Belly ist gerade rossig, die weiß nicht so ganz, was sie will. Gestern fand sie Louis ganz toll, der durfte aber nur ran, wenn Coolio nicht da war. Ach ja, Pferdeleben ist nicht einfach. Aber generell fragt ihr mich auch gerne, was wir da machen, wenn die rossig sind, weil die ja gemischt zusammenstehen. Also wir haben da gar keine Probleme. Der Einzige, der da mal so ein bisschen Ärger gemacht hat, war Corny mit Libelle zusammen. Der war da fleißig am Aufsatteln. Aber ansonsten haben wir da überhaupt keine Schwierigkeiten. Noch nie in unserem Leben gehabt. Wenn die das auch so gewohnt sind, dann ist es ja für die auch völlig normal. Ja, dann werden die Jungs halt mal ein bisschen wuschig gemacht. Auch eine Frage, die jetzt in letzter Zeit kam, wieso unsere Paddocks so super sind vom Boden her, was wir da gemacht haben. Gar nicht. Also ihr seht ja, das war ja hier alles mal Wiese. Als wir kamen, lag das ja alles brach. Und ich bin selber erstaunt, Conny auch, wie gut die sich berappelt haben. Wir hatten natürlich durch den Schnee, den Matsch und alles auch hier nicht so tolle Bodenverhältnisse, aber das sieht ja aus wie geleckt. Also ich würde euch ja gerne Tipps geben, aber kann ich nicht. In dem Video, in dem ich euch unsere Umbaupläne und alles weitere erläutert habe, habe ich ja auch gesagt, dass wir die Zäune auch neu machen wollen und so. Das sieht dann natürlich auch nochmal schicker aus. In dem Zuge werden wir auch hier das Paddock, weil das ist so das Schwierigste. Also ihr seht ja auch, da sind so viele nasse Stellen, die halt gar nicht abtrocknen, dass wir das hier irgendwie einmal machen. Fragt mich jetzt nicht wie, aber wir werden ja dann höchstwahrscheinlich Sand aus der Reithalle haben und dass wir vielleicht mit dem arbeiten und den dann nochmal halt nochmal hier aus dem Kiesberg einfach was holen. Aber dass wir hier das irgendwie ein bisschen befestigter bekommen, weil das ist dann halt im Winter kein Zustand und das ist schon immer so und das wird sonst auch immer so bleiben. Mann, 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 seht ihr schnieke aus? Ich glaube, der war noch nie so weiß. Am Schweif arbeiten wir, also der wird irgendwann weißer. Ich bringe gerade noch die letzten Einsteller raus und eine Frage unter dem Umbauvideo war auch, ob wir Paddockboxen planen. Schwierig, weil das wäre der Bereich, wo Paddocks nur möglich wären, direkt an den Boxen dran. Wir können ja schlecht den Weg zu machen, wir kommen ja nicht mehr hier hinter. Aber wer weiß, was irgendwann mal ist, aber die stehen ja sowieso den ganzen Tag draußen. Also ist ja nicht so, dass die in den Boxen im Stall stehen würden. Deswegen ist das jetzt auch erstmal gar keine Priorität. Außerdem braucht man dann dafür wieder größere Bauanträge und so. Alles nicht so einfach in Deutschland. Gestern kam ein Paket mit der Post. Und zwar Sandproben. Ja, man kann sich sehr über Sand freuen. Das sind jetzt hier mal verschiedene Arten, wie man das aufbauen könnte. Wir schauen jetzt gerade, wie wir die Halle am besten mit Sand erneuern. Und da war das Team so lieb und hat uns hier mal so ein bisschen Überblick, Infos und so vorher schon geschickt und jetzt eben das live zum Anfassen sozusagen. Ja, müssen wir mal schauen. Wir haben gefrühstückt, ganz gemütlich, und jetzt muss ich erstmal einkaufen fahren, dass am Wochenende auch was zu essen im Kühlschrank ist. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen was weiter filmen und reiten und sowas. Ist dann natürlich auch auf dem Plan. Es kamen gestern auch neue Gebisse, also ein neues Gebiss für Louis. Zeige ich euch dann. Wir sind gerade dabei, das alles fertig einzurichten. Es ist
ein bisschen viel einzurichten. Aber eigentlich sind wir gleich durch, oder? Weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen geshoppt letztens und das Paket kam jetzt an. Es ist ja tatsächlich so, dass ich auch selbst bei Rider Steel und Co. bestelle. Und ich habe im Outlet fleißig zugeschlagen. Unter anderem hier diese Jacke. Ihr wisst vielleicht, dass ich so ziemlich keine intakte Jacke mehr hatte. Die waren alle hier irgendwo aufgerissen. Und die waren jetzt alle sehr, sehr günstig dann nur noch. Also, weiß ich nicht, so 20 Euro ungefähr im Schnitt. Und dafür kann man das auf jeden Fall machen. Das sieht man jetzt hier nicht so gut, ne? Moment. Deswegen lasse ich euch dann eine Menge von da. Und wenn ihr dann nochmal irgendwelche von braucht, dann sagt einfach Bescheid. Naja, Versuch. Ich wurde bisher immer unterbrochen. Also, das ist die erste Jacke. Fragt mich jetzt nicht, von welcher Marke die alle sind. Ich habe die im Outlet irgendwo gekauft. Kommt jetzt schon wieder jemand rein? Nee. Gut, dann hast du geguckt. Aber es ist so, eigentlich für heute ist es schon fast ein bisschen zu warm. Es hat so eine richtig schöne Übergangsjacke. Und so ein Grauton. Wie findest du die? Gut. Kleiner Moment. Das ist die falsche Musik. Die hier ist richtig cool, oder? Ist ein bisschen dünner. Und die waren alle echt günstig. Ich glaube 20 Euro oder so für eine Jacke. Oder? Die ist mega schick. Ja. Ich glaube, das ist meine neue Lieblingsjacke. Und dann habe ich noch eine vorsorglich gekauft, dass ich nicht schon wieder beim plötzlichen Wintereinbruch dastehe. Meine sind ja alle kaputt. Habe ich mir einen Wintermantel gekauft. Ich habe noch nie einen Wintermantel gehabt in Stall. Und er ist auch absichtlich eine Nummer größer, dass ich noch was drunter ziehen kann. Ich habe ja dazugelernt. Bist du schwanger? Nee, also ein bisschen Bauch würde reinpassen, aber... Ja, aber der ist voll gut. Also hoffe ich. Ah, da kann ich dann noch eine dicke Weste drunter ziehen. Und ich kann mich dann noch bewegen. Und dann ist nicht alles schon wieder kaputt. Gut, oder? Danke. Das kann ich euch jetzt nicht angezogen zeigen, aber das ist hier noch so eine richtig schöne Bluse. So ein rosa Ton, die sah sehr, sehr schick aus und Slimfit sollte hoffentlich auch passen. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und eine Hose von Rider's Choice darf natürlich nicht fehlen, wenn ich bei Rider's die bestelle, aber die ist nicht für mich, sondern die ist für Conny. Den habe ich ja fast vergessen. Den habe ich schon in Braun, da werde ich auch oft gefragt, von welcher Marke der ist. Den habe ich mal vor einer Messe gehabt und jetzt habe ich mir den nochmal in Schwarz bestellt. Der hat auch nur 10 Euro oder so im Outlet gekostet, weil ich keinen schlichten schwarzen Gürtel hatte. Also ganz schwarz. Jetzt habe ich einen. Ja, Katja. Da ist der. Nehmen wir ihn. Du flüchtest nicht. Also alle Ponys einmal sauber. Ja, hier war heute ein gemütlicher Tag angesagt für die Pferde. Das hat sich alles doch ganz schön hingezogen, bis wirklich alles fertig war und eingestellt war. Genau, red hier mal ein bisschen Tacheles, Sträuch. Ich mache jetzt einmal Futter fertig. Aber die Pferde können ein bisschen draußen bleiben. Es ist erst kurz nach 5. Bei dem wunderschönen Wetter muss man das hier so lang wie möglich ausnutzen. Guten Morgen am Sonntag. Quatsch, wir haben erst Samstag. Am Samstag. Ich werde jetzt mal anfangen zu reiten. Das Wetter ist besser als angekündigt. Jetzt nicht dolle. Es ist auch relativ windig, aber immerhin hat es nur heute früh mal richtig stark geregnet und jetzt ist es wieder trocken und halbwegs freundlich. Deswegen fange ich jetzt mal an. Ich fange mit Coolio, glaube ich, an. Also ich mache die jungen Pferde und Sina reitet Lumpi und Püppi. Bisschen locker währenddessen und dann sind wir schnell durch. Am Montag haben wir übrigens auch einen Termin wegen den Sätteln.
ich weiß gar nicht, ob ihr das hier wisst. Also wenn ihr nicht bei Instagram seid, wisst ihr es wahrscheinlich nicht. Ich habe gerade verschiedene Testsättel da. Ich habe einen für Lumpy, für Pippi und sogar auch einen Dressursattel für Rusty, mit denen ich sehr gut klarkomme. Es ist tatsächlich nicht genau das Modell, was ich auch noch testen wollte. Das war nicht griffbereit. Das werde ich noch probieren, aber auch die beiden sind schon mal sehr gut. Und ja, da werden wir dann mal besprechen, dass ich den anderen auch noch mal probieren kann. Bin ich sehr gespannt. Wenn das alles, blöd gesagt, in Sack und Tüten ist, dann werdet ihr das auch alles noch detailliert erfahren. Aber das ist alles schon gefilmt. Werde ich euch jetzt noch nicht zeigen. Was ich euch zeigen kann, ist das neue Hackamore für Lumpy. Da kommt dann hier noch ein bisschen Lammfell drum, wo ich da gucken muss. Das darf dann auch nicht zu dick sein. Ne? Da hat man ja auch so gewisse Maße, die man einhalten muss. Da muss ich nochmal schauen. Aber das hat halt jetzt lange Anzüge. Also im Gegensatz, guck mal, das hier ist noch von Genie. Das hatte ich jetzt nur zum Probieren. Das ist deutlich kürzer. Und durch die kurzen Schenkel ist es halt auch sehr viel schwammiger mit der Einwirkung. Also ich bin früher ja tatsächlich meine Vielseitigkeitsstute Annabelle am Ende auch mit Hackamore gesprungen. Also eben in den Springprüfungen von der Vielseitigkeit. Und das ging sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich da auch Erfahrung damit. Ja, das habe ich jetzt noch nicht probiert. Habe ich nur schon mal eingeschnallt. Werde ich noch austesten, wie das geht. Und ich habe auch ein neues Gebiss für Louis bestellt. Das ist von Sprenger, das Novo Contact 16 mm Sensogarn Olivenkopfgebiss. Ich glaube, jetzt habe ich alle Infos drin. Also ihr seht, das ist ein sehr dickes Gebiss. Er ist ja ein sehr empfindliches Pferd und deswegen kann es gar nicht dick genug sein. Also ihr seht, es hat wirklich eine sehr breite Auflagefläche. Olivenkopf deswegen, dass eben noch mehr Ruhe hier drin ist, weil könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das Gebissvideo nicht geschaut habt von mir, ich vergleiche das gleich mal hier. Wo habe ich? Ah, hier habe ich eine Wassertrense. Also hier mit den Ringen ist es ja viel unruhiger, weil die ja hier durchrutschen. Hat auch seine Vorteile, hat aber da eben in dem Fall auch seine Nachteile. Und das liegt viel ruhiger. Bin ich sehr gespannt, werde ich heute das erste Mal ausprobieren. Ach, und wenn ihr Sprengergebisse habt, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist. Ich habe fast nur noch Sprenger, weil ich damit sehr zufrieden bin mit der Auswahl. Da habt ihr hier so einen kleinen Pfeil an der Seite und der muss auf der linken Seite des Kopfes nach vorne zeigen. Dann ist das Gebiss richtig rum eingeschnallt. Forever, and so does me and you.
Er läuft auf jeden Fall sehr zufrieden, ja. Ja. Oh. Hört ihr das? Ungelogen, ich habe euch vor 5 Minuten gerade Louis gefilmt. Das ist doch crazy. Ja, und Püppi ist weg und das findet er gerade ziemlich scheiße. Ja, das müssen sie alle lernen. Lumpy muss jetzt doch selber reiten. Er war bei dem Sturm gerade so unmöglich und super nervös aufgeregt und hat nur rumgebockt, dass ich da selber drauf bin. Und nachdem ich interessomäßig geritten bin, habe ich einmal das Heck mal reingeschnallt, um zu probieren. Also auf jeden Fall deutlich besser zu reiten. Keine Frage. Es ist halt jetzt auch erstmal wieder eine totale Umstellung für mich, wie man eben mit verschiedenen Zäumungen reiten muss. Aber auf jeden Fall bin ich mit dem Sattel schon mal weiterhin sehr zufrieden und komme sehr gut zum Reiten. Das macht das Ganze hier auch noch mal besser. Lumpy trocknet noch. Der Rest ist schon wieder draußen. Da die Mädels. Ah, und dreckig sind sie jetzt auch. Schön. Rusty wartet schon drin. Wir werden aber gleich erstmal Mittagessen und nach dem Mittagessen werde ich den dann reiten. Ah, wunderschön. Jetzt erstmal, da ich eh gerade hier bin, kurze Bestandsaufnahme, wie viel von welchem Futter ich alles noch da habe und vor allem auch Zusatzfutter, weil ich nämlich bestellen muss. Ich habe zwar noch einiges viel, aber ihr seht, da geht es auch zur Neige. Ich habe immer eine Liste auf dem Handy und trage das da ein, wie viel von wem, wie viel von was noch da ist. Und dann werde ich jetzt mal Bestellung abschicken. Ich mache das immer so alle 2 Monate. Bei Mühldorfer und auch bei Speed, weil dann brauche ich halt nicht ständig hier Pakete und Speditionen zu empfangen. Das ist ja auch Käse. Ich sammle dann immer und bestelle dann halt eine größere Menge. Ja, das muss ich jetzt einmal durchgehen und dann ist Mittagessen fertig. Die sauberen Pottys sind gar nicht mehr so sauber, aber die Schweife sind es noch. Die sehen alle noch super aus. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Ja, ja. Gleich einmal Wasser für die Ponywanne hier auf. Also eigentlich kann man ja auch das Wasser hier rauslaufen lassen, aber dafür hätte ich jetzt den Schalter umlegen müssen und ja, mache ich jetzt einfach hier direkt mit dem Wasserschlauch. Das war wohl nichts mit Rusty, lag aber nicht an ihm oder also seiner Art. Der hat einfach halt auch bei Sturm ziemlich Panik vor allem und wirklich, ich habe mich draufgesetzt, 5 Minuten später kam mir eine richtige Sturmfront, wieder hier alles schwarz, Weltuntergang und da habe ich gedacht, okay, kann ich auch lassen, bin abgestiegen und jetzt haben wir wieder Sonnenschein. Aber da hinten kommt schon die nächste Regenfront, richtiges Aprilwetter heute. Naja, besser als Dauerregen. Aber das war jetzt echt ein bisschen doof. Aber trotzdem kam ich in dem Sattel zum Sitzen die ganze Zeit. Er hat halt einfach nur so übelst angespannt da Panik geschoben. Das war jetzt echt schade. Naja, jetzt sind alle wieder draußen. Sina versucht Georgia hier ein bisschen zu beruhigen. Die ist auch auf 180. Aber jetzt geht's langsam. Deswegen haben wir auch einmal Trense drauf gemacht. Für den Fall, dass sie doch mal ein bisschen wild wird. Aber die kann heute einfach ein bisschen Ausdauerjoggen machen und dann hat die ihr Programm auch weg. Ich werde jetzt schon mal für morgen was aufbauen und will durch die beiden Diagonalen jeweils die Kombination stellen. Wir haben ja auch nicht runtergeladen. Wir haben bis um 3, halb 4 alles durchgehabt mit Pferden und dann war ein bisschen entspannter Nachmittag. Ne? Sehr entspannt. Oh, du bist so ein süß Knopf.
Wie kann man denn so niedlich sein? Oh, das steht jetzt für euch auf dem Kopf, ne? Naja, dann musst du halt mal das Handy drehen. Oh. So, und jetzt werden wir aber mal noch hier Pferde füttern. Ne? Du Frechnas. Und falls ihr euch wundert, wo Laika und Alex sind, der ist gerade bei seiner Familie. 2 Tage, aber wir sind hier geblieben, weil es muss ja fleißig weiter trainiert werden für die Ziele für die Saison. Und wir haben Montag eben Termine, dass ich da nicht reiten kann, deswegen, ne, bewachen wir hier alles. Jo. Und es ist so schön, wie hell es jetzt immer noch ist. Wir haben schon 6:30. Da sieht es nicht ganz so schön aus. Halleluja. Ja, das beschreibt aber das Wetter heute ziemlich gut. Ja, da gehen wir gleich hin. Aber erstmal müssen doch die Pferde was essen. Dann können wir was essen. Komm, schnell, schnell. Das ist ein richtig geiler Look. Und ja, ich weiß, dass ich da ein Schild habe. Das hatten wir letztens auf Instagram schon diskutiert. Wir haben dieses Paar Schuhe dreimal, wenn nicht sogar viermal, dreimal auf jeden Fall. Und so weiß ich immer, dass das mein Paar ist. Naja, aber hey, sogar farblich abgestimmt. Also sie hat doch ein Outfit. Schon alles vorbereitet. Die Einsteller haben die Pferde reingebracht. Ich werde jetzt erst die Ponys füttern, denen nochmal Heu hinschieben und dann im großen Stall füttern. Da ist aber auch schon alles vorbereitet. Ich habe jetzt übrigens doch nur so aufgebaut, weil das mit den 2 Diagonalen ein bisschen knapp wurde vom Platz her. Also habe ich hier eine dreifache an die lange Seite gebaut mit jeweils gut einem Galoppsprung. Das sind jetzt jeweils 7,5 Meter. Habe das absichtlich auf das Maß gebaut, weil es ist ja sehr nah am Turniermaß, aber ich kann dann eben auch ein bisschen variieren, den Ochser noch mal ein bisschen tiefer ziehen oder hier einfach halt jeweils einen Sprung höher machen, alle höher machen. Also das ist dann die Aufgabe für morgen, für Pippi und Lumpi. Und dann werde ich aber auch mit Coolio und Louis, denke ich, das erste Mal durchspringen, aber natürlich klein, aber dass sie auch Vertrauen zu solchen Sprungreihen unterm Reiter bekommen. Guten Morgen, jetzt haben wir wirklich Sonntag. Ich sehe gar nicht so fertig aus, wie ich mich fühle gerade, aber naja. Die Nacht war irgendwie echt beschissen. Ich weiß gar nicht warum, also war ja auch Zeitumstellung, deswegen ja sowieso eine Stunde weniger. Aber Strolch war auch die ganze Zeit am Schnarchen, und zwar so laut, dass man nicht schlafen konnte. Der hat auch nicht die beste Nacht hinter sich gehabt und dann war ich irgendwie dauernd wach. Es war, oh. Naja, aber ich bin jetzt startklar. Bin hier heute in grau-grün unterwegs. Ich mag das eigentlich echt gerne. Ich mag auch die Jacke sehr gerne. Naja, Sina ist schon fleißig. Die ist gerade schon dabei, die ersten Pferde rauszustellen. Da helfe ich ihr schnell mit. Mache aber erstmal direkt den Ofen an für die Brötchen. Jetzt habe ich das vergessen. Der braucht nämlich immer ewig. So, Streich. Welche Schuhe nehmen wir jetzt? Okay, mach mal weiter sauber. Ich habe ja meine Stiefel von Healthy Horses gerade alle geputzt gehabt, deswegen glänzen die noch. Aber die muss ich alle wieder einpacken, sonst stauben sie hier voll. Ich habe nur das bisher immer wieder vergessen. Naja, aber jetzt schlüpfe ich erstmal in die Trainingsspringstiefel, denn Lumpi und Pippi stehen schon bereit, sind schon geputzt. Und wir widmen uns jetzt der Aufgabe, die ich euch gestern gezeigt habe. Angefangen habe ich mit der Püppi. Zum Warmspringen bin ich erstmal die Steilsprünge so schräg einzeln geritten.
Und hier für diese kleine Höhe ist das noch ziemlich weit mit den 7,5 Metern. Deswegen ist sie da auch relativ weit weg von den Sprüngen. Aber ist gar nicht schlecht, weil dann entwickeln sie auch so ein bisschen mehr Zug und Mut selber. Wenn das halt immer alles eng und klein gebaut ist, dann kommen sie ja eher zurück. Ist auch wichtig zu trainieren in manchen Situationen. Aber jetzt wollte ich ja, dass sie eben schön selbstbewusster durchgehen. Und ihr seht ja auf jeden Fall sehr motiviert bei der Sache. Hat auch das erste Mal den Testsattel so zum Springen richtig drauf gehabt, den ich für sie gerade da habe. Und das war wirklich gut. Aber sie war teilweise so ein bisschen zu doll. Also da musste ich auch manchmal so ein bisschen korrigieren wieder. Jetzt hier einmal eine Volte einbauen und dass ich wieder zum Loslassen komme vorne, dass sie wieder schön weich wurde. Das hat dann super funktioniert. Hat auch so von der Rittigkeit her wirklich einen ganz tollen Job an dem Tag gemacht. Aber sie legt sich ja sonst gerne mal so ein bisschen aufs Gebiss drauf. Jetzt nicht doll, aber schon doll genug, dass man dann eben nicht mehr so weich zum Durchreiten kommt. Deswegen immer mal wieder Ruhe reinbringen, nicht zu hektisch werden lassen. Aber ihr seht, ihr habt immer die Ohren vorne und sogar auf das gruselige Tor zu ging das zu springen. Da hat sie aber trotzdem den letzten Sprung immer so ein klein wenig abgebrochen. Und ihr seht an solchen Situationen jetzt gerade hier mit dem Kreuzgalopp, das ist genau so ein Zeichen, dass sie ein bisschen drüber ist mit ihrem Kratzigen, mit ihrer Motivation. Aber hey, besser als andersrum. Also da will ich mich gar nicht beschweren. Ja, und dann haben wir einfach Stück für Stück höher gezogen. Hier, solche Fehler sind natürlich, genau hier muss ich einmal durchkommen, sind natürlich dann schnell mal passiert, weil eben sie ein bisschen kratzig ist. Dann habe ich so ein klein wenig mehr Platz an der Stange vorm Ochser gegeben. Dann hat sie schon besser hingeschaut, hat ein bisschen mehr Hilfestellung an der Stelle gehabt. Jetzt komme ich vorne so ein bisschen sehr dicht rein. Einmal einen relativ dollen Fehler, weil ich sie gerade noch so rechts rausgezogen bekommen mit dem Zügel, aber sofort Reaktion richtig gut hier am Ochser gesprungen und damit habe ich dann aufgehört. Solche Fehler sind nicht schlimm, die passieren im Training und nur aus Fehlern lernt man ja auch. Also gar nicht schlimm. Ah, da hat man heute wieder gemerkt, dass man eben solche Übungen auch immer wieder mit einbauen muss, auch mal auf der höheren Höhe, weil nur so kommt ja dann noch die Routine. Wir können ja jetzt nicht großartig Parcours springen hier. Jetzt, dass man richtig schön mit Parcours-Tempo und so arbeitet. Dafür ist einfach die Halle zu klein. Aber diese Sequenzen aus dem Parcours versuche ich dann eben immer nachzustellen und nachzureiten. Und fürs richtige Parcours-Reiten können wir hoffentlich bald wieder selber zum Training fahren auf die großen Plätze. Dann macht das natürlich auch gleich doppelt Spaß, wenn man gut vorbereitet ist. Ja, aber da merkt man sofort bei der Püppi mal, wenn man so was anders macht, also wie jetzt, als wir dann die Stangen hingelegt haben, glotzt sie gleich erstmal. Ich bin ja auch die höchste Höhe jetzt nicht hier auf der linken Hand geritten, weil das ja dann wieder auf das Tor zugegangen wäre. Und wir wissen alle, was sie von dem Tor hält. Heute vor allem ganz besonders wieder. Jetzt war es eigentlich immer gut und heute hat es mal wieder ein bisschen durchgehauen. Aber man muss ja dann auch keine Unsicherheiten riskieren. Deswegen alles gut. Und Freispringen machen wir immer auf der linken Hand. Das ist jetzt auch ganz gut, die Reihe, so die dreifache, mal mehr auf der rechten Hand zu springen. Ich denke, ihr kennt Lumpi inzwischen auch gut genug und wisst, dass er mit solchen Aufgaben hier eigentlich gar nicht warm wird. Der will da eigentlich immer ganz schnell und hektisch durchhopsen, macht sich fest dabei und will es einfach nur schnell hinter sich bringen. Aber ihr seht, wie locker, entspannt und ruhig der Kollege war. Klar, wenn es dann höher wird, wird es auch ein bisschen frischer, aber eben nicht hektisch und fest. Also da sind natürlich dann nochmal Unterschiede dazwischen. Aber generell hatte ich ein wirklich sehr, sehr gutes Reitgefühl. Ich kam ja auch hier, wie ihr seht, danach direkt wieder durch, konnte ihn locker reiten. Gleich einmal auf dem Zirkel größere Volte so abwenden, fliegen da. Gut, hätte jetzt hinten ein bisschen besser durchgesprungen sein können, aber darum geht es jetzt hier überhaupt nicht, dass das ein perfekter fliegender Wechsel fürs Viereck sein soll. Aber dieses lockere Loslassen zwischendrin, dass er so weich im Galopp bei mir bleibt und auch einfach der Galopp an sich so weich für seine Verhältnisse war. Das war wirklich super.
Ja, das Tor war für ihn auch ein bisschen gruselig an dem Tag. Keine Ahnung, was sie da alle hatten. Ich habe dann auch hinten so schräg eine Stange reingelegt, seht ihr jetzt gleich, weil er springt ja tendenziell immer nach links. Und da haben wir so ein bisschen direkt Hilfe gehabt, dass ich nicht alles von oben korrigieren muss und dadurch wieder Unruhe reinbringen könnte, sondern weil er soll ja in Ruhe selbst durchspringen. Und da helfen solche Stangen, die man da schräg an die Sprünge an der jeweiligen Seite reinlegt, dass die Pferde einfach so eine optische Begrenzung haben und sich selbst so ein bisschen mehr gerade behalten. Jetzt genauso, jetzt ist die Stange natürlich an dem Sprung weg. Hier habe ich dann hier einmal einen Ochser gelegt, dass er auch im Ochser gerade bleibt für den letzten Sprung dann danach. Und auch hier wieder direkt locker bekommen, gleich wieder dressurmäßig bei mir gehabt. Ich muss selber schauen, dass ich bei ihm auch locker weiter mitschwinge, dass ich mich nicht auf sein Festes einlasse. Das ist ganz wichtig für mich an der Stelle, aber er hat das mit dem Sattel richtig gut zugelassen. Und ihr seht, ne, er schaut super hin, bleibt bei mir, ist natürlich so ein bisschen angriffslustiger mit der Höhe, soll er ja aber auch, da muss er auch ein bisschen mehr springen als so klein. Aber so locker so eine Reihe durchzuspringen, das ist für ihn schon echt eine Hausnummer. Also da war ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir haben es jetzt um zwei, ach nee, gleich um drei. Das ist nämlich genau das, was mir vorhin auch aufgefallen ist. Es ist ja jetzt Sommerzeit. Ich habe es voll verpeilt. Aber ich muss jetzt gleich meine Uhren alle mal umstellen, weil sonst vergesse ich das und bin immer wieder verwirrt. Naja, jedenfalls haben wir es jetzt 3:10 und ich mache schnell das Mittagessen zwischendurch. Wenn Alex nicht da ist, ist das immer so zweitrangig bei mir. Ich esse aber auch eigentlich nicht gern so viel, weil dann bin ich auch so voll und so, es liegt so schwer im Magen. Naja, aber ich habe mir gerade noch ein paar Videos angeguckt, gerade vom Training, richtig gut. Ich blende euch mal hier klein an der Seite von Coolio noch was ein. Da war nämlich die Besitzerin noch spontan da und sind auch gesprungen, aber das haben wir jetzt, hat sie nur mal kurz für sich gefilmt, aber die Qualität reicht jetzt nicht für große, das ist alles pixelig, aber der hat das auch sehr gut gemacht, das allererste Mal. Und packe ich gleich noch Louis daneben, habe ich nämlich auch gefilmt, aber auch hochkant, weil ich das schon mal bei Instagram drin hatte. Aber die haben das beide super gemacht, also ganz klein gebaut und mit so viel Übersicht. Bei Louis war es ganz witzig, der hat echt die kleinen Dinger zweimal ernst genommen und dann nicht mehr. Dafür aber dann Ochser vom Allerfeinsten gesprungen, richtig gut und mit so viel Kontrolle trotzdem dabei. Also die haben das echt ganz, ganz toll gelöst. Ja, und wenn ich dann jetzt fertig bin, werde ich, denke ich, noch ein bisschen weiter longieren, weil die anderen haben jetzt heute reitfrei, aber kann ich noch ein bisschen am Kappzaum arbeiten und dann kommt Alex auch Nachmittag irgendwie wieder. Habe ich sonst noch irgendwas zu berichten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich jetzt auch an der Stelle schon mal den Vlog beende. Falls noch irgendwas dramatisch, Schlimmes, Spannendes passiert, werde ich es euch noch wissen lassen. Aber ansonsten ist jetzt ein bisschen Ruhe und ich glaube, es war schon wieder ziemlich viel, was ich euch mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Stunde geworden ist. Ihr habt euch ja schon beschwert, also jetzt nicht ernst gemeint, ne? Aber dass der letzte Vlog ja nur eine gute halbe Stunde war. Aber selbst das ist ja schon sehr lang eigentlich. Aber ihr feiert das und das freut mich. Da habt ihr mal viel Einblicke aus dem Alltag. Und ja, wenn man das kurz halten will, ist halt auch immer viel nicht dabei. Also ich finde immer, bei YouTube kann es ruhig, ich schaue das auch mega gerne, so lange Vlogs, ich kann das verstehen, weil dann kann man einfach auch abschalten und das einfach so genießen. Naja, egal. Wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch zu einem neuen Video, wie immer wieder. Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, ich weiß noch nicht, also ich habe schon viele Videos fertig, aber ich weiß nicht, in welchem Rhythmus ich die jetzt, in welcher Reihenfolge ich die hochladen kann, was ich jetzt vorher noch reinschiebe. Auf jeden Fall ist das nächste Video vlogmäßig am Samstag ein Turnier-Vlog.
Wenn ihr das nämlich hier seht, war ich schon auf Turnier. Donnerstag, Freitag. In der Hoffnung, dass nicht wieder irgendwas dazwischen gekommen ist. Aber planmäßig haben wir schon das Turnier für die Woche hinter uns, wenn ihr den Vlog hier seht. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich freue mich auch sehr und wünsche euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.